Gute digitale Lehre basiert auf exzellenten digitalen Materialien in einem Mix aus Text, Video, Bild, Animation, Simulation und nicht zu vergessen Electronic Assessment. Vorlesungsaufzeichnungen sind meiner Meinung nach zwar eine bessere Lösung als das Emergency Remote Teaching, wodurch virtuelle Präsenzphasen Inhalte vermittelt werden, aber eben immer noch eine Notlösung. Vorlesungsaufzeichnungen sind oft schwierig zu verdauen, die Aufmerksamkeit sinkt schon nach wenigen Minuten und nachhaltig sind sie in der Regel auch nicht, da sie auf den Servern der Hochschulen versteckt und nur in seltenen Fällen in Folgesemestern wiederverwendet werden. Und ob eine Präsenz überhaupt möglich wird, das steht auf einem anderen Blatt. Nicht nur aus diesen Gründen plädiere ich ohnehin für andere Lehrformate. Ja und nein. Ja, wenn wir die asynchrone Lehre rein videobasiert organisieren. Nein, wenn wir uns an den Grundsatz halten, Learning is not just video. Gute digitale Lehre basiert auf exzellenten digitalen Materialien in einem Mix aus Text, Video, Bild, Animation, Simulation und nicht zu vergessen Electronic Assessment. Nur mit hochklassigen, qualitätsgesicherten digitalen Materialien gelingt es, einen großen Kreis verschiedener Lernertypen anzusprechen. Auf diese Weise verliert man, und das sagen meine Daten eindeutig, nur wenige Kursteilnehmer, in jedem Fall weniger als in Zeiten der klassischen Lehre. Bei den meisten dieser Szenarien handelt es sich um abgespeckte Flipped Classroom-Szenarien, bei denen kaum mehr als ein Video vorab bereitgestellt wird, mit der Erwartung, dass es auch angeschaut wird. Das ist nach meiner Erfahrung nicht genug. Für mich reichen einfache Flipped Classroom-Szenarien nicht aus. Entscheidend für eine gute Vorbereitung sind exzellente multimediale Materialien sowie ein Anreizsystem, diese auch durchzuarbeiten. Unser Anreizsystem sind elektronische Wissenstests, bei denen man je nach Erfolg digitale Badges erwerben kann, mit denen der eigene Erfolg für einen selbst und für den Class Instructor sichtbar wird. Ohne Electronic Assessment und ohne entsprechende Anreizsysteme werden Inverted Classroom-Szenarien nicht gelingen. Durch den Wegfall der Wissensvermittlung aus den Präsenzphasen gewinnt man enorme Freiräume für die Diskussion weitreichender Konzepte. Neben einer intensiveren Inhaltsvertiefung entstehen Möglichkeiten zum Kompetenztraining, zu ausgiebigen Diskussionen, zu Rechercheaufträgen und bisher nicht mögliche Optionen, Neues aufzugreifen und zu vertiefen. Dieses Lehr-Lern-Szenario praktiziere ich nahezu unverändert seit 2013. Für mich ist Online-Unterricht, also die asynchrone Inhaltsvermittlung, überall da, nicht nur eine Option, sondern im 21. Jahrhundert ein Muss, wo Wissensmengen vermittelt werden. Da muss man gar nicht kreativ sein, sondern man muss es machen. Das bedeutet, man muss digitale Lerneinheiten überall dort erzeugen und bereitstellen, wo Wissensmengen vermittelt werden. Von A bis Z, von den Altertumswissenschaften bis zur Zahnmedizin.